Das macht den Motor extrem robust und langlebig. Ein genialer Dreh ist die Kühlung der 12 Zylinder mit Luft. Das gigantische Lüfterrad schaufelt pro Sekunde 2400 Liter Luft in den Motor. Doch die enorme Leistung des 970er muss erst einmal auf die Straße gebracht werden. Bei den angestrebten Geschwindigkeiten von bis zu 400 Stundenkilometern bekommen es die Ingenieure mit aerodynamischen Phänomenen zu tun, die sonst nur im Flugzeugbau auftreten. Zu Beginn der Entwicklung ist der Antrieb praktisch gleich null. Der 917 hebt zeitweise von der Piste ab und ist selbst für Weltklassefahrer schwer zu steuern. Noch nach und nach bekommt Porsche die Probleme in den Griff. Zuerst wird der 917 mit beweglichen Klappen stabilisiert. Sobald der Auftrieb das Heck anhebt, stellt sich eine Klappe hoch und der Fahrtwind drückt den Wagen wieder auf die Straße. Auch in Kurven wird der Abtrieb verstärkt, für jede Seite separat. Als bewegliche Klappen durch das Reglement verboten werden, ersetzt man sie durch eine starke Abrisskante. Doch weiterhin erfordert der Wagen Schwerstarbeit von den Piloten. Er ist unberechenbar und nur mühsam zu beherrschen. Eine Lösung für die Probleme entdecken die Ingenieure bei Testfahrten.